Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Baututorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr so ein schnuckeliges Gebäude bauen könnt. Bleibt auf jeden Fall dran. Wählt bei eurem Haus eine Grundform. Ihr seht hier die Grundform anhand blauen Wolle. Anschließend überlegt euch, was ihr an das Gebäude noch hinbauen wollt. Für weitere Struktur habe ich hier noch weitere Räume mit der gelben Wolle vorgezeichnet. Verzichtet auf rein quadratische Gebäude. Sie sehen so gut wie nie gut aus. Anschließend gehe ich 5 Blöcke mit dem Fichtenstamm nach oben. Dies wiederhole ich auf allen Seiten. Ihr könnt die Stämme auch entrinden. Nun verbinde ich die einzelnen Stämme miteinander. Wiederholt dies an allen 4 Ecken. Nun an den Ecken nochmal 5 Blöcke hoch. Zieht nun eure Mauern ein. Achtet darauf, dass ihr ähnliche Materialien nehmt, aber nicht nur eine Sorte Stein oder Holz, sondern kombiniert ähnlich farbige unterschiedliche Materialien miteinander. So bekommt ihr einen natürlicheren Look und ein besseres Aussehen. Wiederholt dies an allen 4 Wänden. Startet nun mit eurem Dach. Vergesst nicht, euer Dach immer eine Stufe überstehen zu lassen. Wechselt auch hier zwischen unterschiedlichen Strukturen durch. Auch seitlich das Dach noch eine Stufe überstehen lassen. Oben an der Spitze könnt ihr eine Treppe so und eine Treppe so setzen. Nun habt ihr den klassischen Überhang. Ersetzt nun auch auf dem Dach einige Stufen des anderen Musters, damit ihr auch hier eine gewisse Abwechslung reinbekommt. Nun ist euer Grundhaus fertig. Beginnen wir mit den Nebenbauten. Ich gehe hier nun an den Ecken auch wieder mit den entrindeten Stämmen ein bisschen nach oben. Dasselbe gehe auf der anderen Seite. Dieser Bereich sollte nicht so hoch wie das Haus selbst sein. Nun gehe ich mit den Stämmen noch einmal zum Gebäude. Auch diesen Bereich könnt ihr wieder mit unterschiedlichen Materialien auffüllen. Ihr könntet es auch komplett aus Stein machen. Nun geht es wieder ans Dach. Selbiges Prinzip und auch wieder einmal überhängen lassen. Auf dieser Seite möchte ich so eine Art Holzbeige machen mit Überdach. Ich entferne nun hier die Ecken, gehe zweimal mit einem Zaun nach oben und beginne dann mit Stufen. Nicht vergessen, auch hier einen Überhang machen. Ich gehe hier nun eine zweite Stufe hoch, hier eine, dann da noch eine, dann da noch eine, dann da noch eine und so geht es bis zum Schluss. Auf der anderen Seite mache ich das gleiche. Zwischendrin gehe ich mit andersfarbigen Stufen weiter. Nun kann ich hier noch Zaun das Ganze begrenzen und habe einen kleinen Vorbau. An diesem vorderen Bereich möchte ich einen gleich hohen Vorbau wie das Dach bauen. Ich beginne an den Ecken wieder mit dem Fichtenholz. Hierbei gehe ich dieses Mal so hoch wie das Haus. Hier zwischendrin setze ich auch 2. Hier nun auch 2. Unten verkleide ich wieder mit Stein und auch hier in den Seiten mache ich 2 Balken. Oben gehe ich wieder mit Birkenholz lang. Ich habe hier oben nun das Dach entfernt und beginne nun mein Dach vom Vorbau. Nicht vergessen, wieder eine Treppenstufe überstehen lassen. Hier in die Ecke setze ich noch einen Stein, damit das Ganze nicht so auffällt. Auch hier beginne ich wieder in den Ecken. Hier gehe ich einen Block über die Mitte. Das hier soll der Eingangsbereich werden. Daher mache ich hier noch einen Zaun. Hier setze ich noch Blöcke und in der Höhe des Balkens noch einen Zaun. Auch hier wieder ein Dach darüber. Ihr könnt in diesem Fall euren Eingangsbereich ebenfalls mit Fichtenholz machen. Dies lockert den Kontrast etwas auf. Hier soll nun der Kamin hinkommen. Ich verwende in diesem Fall Ziegel. Um auch hier etwas Struktur reinzubringen, verwende ich Treppen und Granit. Oben noch ein Lagerfeuer und Falltüren daran. Diese könnt ihr anschließend hochklappen und fertig ist euer Kamin. An unserem letzten Vorbau werde ich einen Balkon anbringen. Ich werde hier zuerst so hoch gehen wie die Mitte und werde hier die Balken langziehen. Den Bereich fülle ich wieder mit Stein aus. Vergesst nicht, auch hier Struktur reinzubringen. Nun steht das grobe Haus. Hier nun noch einen Zaun, hier 2 Zäune und Laternen daran. Ihr könnt nun mit den Fenstern beginnen. Setzt über den Fenstern Treppen für mehr Tiefe. Und vergesst natürlich nicht, eurem Haus seinen ganz eigenen persönlichen Touch zu geben, indem ihr noch etwas dekoriert. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schaut auch im nächsten Baututorial wieder vorbei. Bis dann, ade, waschi!